Wir starten, dann schauen wir uns das mal an. Das Spiel heißt Who is this man? Wer ist dieser Mann? Ich weiß es auch nicht. Ultraqualität. Ja, gerne. So. Das ist geil. Ach du Scheiße, ist das hübsch. Ein Unity Trash Game. Sich fahren? Ne, ist eine wieder so Ja, geht's. die Betonung liegt auf Trash. Nein, bei der YouTube auch dann. Ich habe so 5 Jahre in Unity und so haben sich meine Spiele entwickelt dann. Also ich habe einfach nur das Kommentar so geschrieben oder shit. Und nach 5 Jahren sieht das immer noch so scheiße aus. Wie gesagt, hättest du was Richtiges Was hast du programmiert, die? könnt. Genau, was hast du die 5 Jahre lang gemacht, Genau. verdammt? Hättest du eine richtige Das gibt's doch. Programmierstudie gemacht oder zumindest irgendwas beachtest, dann wärst du zumindest irgendwie ansehbar geworden. Okay, ich sehe jetzt das So. Spiel. Die Grafik sieht bescheiden aus. Oh, so, öffnen. Kann ich fahren? Nee. Können wir die Türen aufmachen? Die Mülltüte. Okay, das haut schon mal überhaupt nicht hin. Nee, ich sehe auch wieder nichts. Also meine Internetverbindung ist schon wieder am Schlafen. Okay, also der Mistkübel geht auf. Ah, schau, das geht durch. Das ist ja hübsch. So, das erste Fail schon mal. Ah, ich sehe dein Bild. Hübsch bist Danke, ich bin davor noch. du. Okay. Reportbox, hä? Benutze den Computer. Store. Fallen, Drohnen. Ich habe keine Ahnung, was soll ich machen? Miner. Hast du bei meiner Device? Okay. Ein Miner Device kaufen. Weißt du, an was mich das Spiel erinnert? Dieses, ach, wo du die Häuser und sowas renovieren musst. Okay. Flippers, heißt das? Fuck, muss ich gucken. Ein Dieb will in dein Haus einbrechen. Wenn du ihn nicht daran erinnerst, wird er dein Geld stehlen. Naja, wenn das mein Haus ist, also wieder mal der klassische Unity-Touch. Ein Haus ohne jegliche Einrichtung. Total einfallslos. Also irgendwie hat sich ja einer wieder richtig Mühe gegeben. Was haben wir hier? Flashlight. Na naja, gut. So auch immer. So. Homeshop. Ein Alarm-Device. Nein, brauchen wir nicht. Wie viel Geld haben wir? 3,6. Okay. Evidence. Keine Ahnung. Weißt du, ich habe mir jetzt diesen Scheißcode gemerkt, oder was? Natürlich. Kannst du knicken, so. Ja, wenn's recht ist, so. Können wir irgendwas kaufen? Natürlich nicht. Wir haben für nichts genug Security-Kammer. Eine Falle. Ein Walkie-Talkie. Coin-Miner. Den können wir kaufen. Das ist irgendwie so ein Krypto-Scheißdreck-Dingsbums. Was ist denn das? Cargo Box, okay. Blümchen. Vielleicht können wir über Nachbarn irgendwas holen. Postkasten geht schon mal nicht auf. Das ist gesperrt. Hallo Postler. Der schiebt uns einfach weg. Versteck mich. Und hast schon rausgefunden, um was es in dem Spiel geht? Keine Hast du Ahnung, schon was es hier rausgefunden? losgeht. Also ich gehe jetzt hier, das ist offensichtlich nicht mein Haus. So. Das ist eine Box, nehmen wir mit. Keine Ahnung, für was die gut ist. Fernbedienung nehmen wir mit. Können wir da irgendwas machen mit der? Nö. Oh!
Was ist denn das? Was brummt und haut dich? Komisches Spiel. Ich check's nicht. Was ist jetzt so besser oder was ist in der Schachtel? In der Schachtel und jetzt? Draußen. Ah, da ist der Dieb. Komm her, du, ich hab dich fast gewischt. So. Ah, da ist unser Nachbar. Der kommt mir irgendwie überraschend bekannt vor, oder? Der hat einen Kratzen hier. Ich hab keine Ahnung, was ich mit dem machen soll. Vielleicht soll ich bei dem irgendwas klauen. Sollen dann doch offensichtlich Hitler beklauen, denke ich mal. Sollst du Hitler beklauen? Ja, schau mal, der schaut doch so aus. Au. Ja, ich sehe es nicht, der ist am Laden. Sehe gar nichts. Ah, der hat Fallen aufgestellt. Der sieht doch so vertraut aus, oder? Das ist er wieder auf. Der hat was dagegen, wenn ich hier rumstrolche. Geh wieder raus. Der hat da gleich wieder aufs Maul. Bin ich auf deinem Ge Geh weg? Wahnsinn. Ah! Da kann ich die Steuerung ist zu kotzen. Komisches Spiel. Da ist der Dieb. Komm her, du. Das Spiel ist absoluter 100%iger Schund. Spiel nochmal Weedcraft. Das ist besser. Da kann ich dir ein bisschen Anleitung geben. Ja, weil du das Spiel magst, ich mag's nicht. Ein Lift. Penthouse. Boah, ist das schlecht. Boah, ist das schlecht. Boah, das Bild. Gesehen? Furchtbar. Wir brauchen irgendwie einen Schlüssel dafür. Bleibt direkt vor dem Bildchen für den Martin. Nee, das bringt nichts. Also der ist immer noch am Laden. Also irgendwie weiß ich nicht. Das ist aber ein Nachbarn, der Dieb. Das ist bei mir. Ja, was soll ich mit dem W tun? Das ist ja voll der Scheuert. Komisch. Keine Ahnung, was da reingehört. Ja, auch nicht. Na, leider sehe ich es nicht. Kannst du mal das auf Discord streamen? Mhm. Ob es geht, aber. Ja, weil da, das ist meistens ruckelfreier. Jetzt sieht es aus. Ah, ne, geht wieder. Hi.
Fackeln oder irgendwas. Ja, so, der kann durch die Tür einfach durchlaufen. Ja, und was soll ich mit dem machen? Ich kann nicht mehr schlagen. Kann nichts machen mit ihm. Gar nichts. Kann ihn nicht mehr landtatschen. Tu es deinstallieren. Das ist grausam. Komisches Spiel. Ich glaube, das wissen nur die Programmierer, wie man das spielen muss, ey. Ich glaube, die haben nicht mal irgendwas über Hirn, das ist einfach nur zum Kotzen. So, oh. Wir hatten aber vorher das hier rausgegangen. Aber das ist so richtig Unity-Grafik, ey. Also wirklich, das ist so, das erkennst du sofort. Das ist richtiger Scheiß einfach. Ja. Der rote Schlüssel, der gehört wohin? Hm. Da war doch irgendwie. Ja, ich wollte schon mal sagen. Ja, dann nehmen wir mal mit, vielleicht können wir das Ding verscherbeln. Sind wir nur Boxen? Geh mal runter in den Keller. Ja, geh mal da runter. Ja, schau, da kommt er. Ah, guck, der ist doch schon wieder. Oh, er hat eine Waffe. Ja, jetzt wurde ich erschossen, der steigert sich. Ja, sicherlich, der hat nicht mal in die Richtung gezielt. Aber ich habe seinen roten Schlüssel. Na super. Weißt du noch nicht, was ich mit dem mache? Das ist so richtig real, ey. Ach, guck mal hier. Kommt eh schon wieder. Da ist er. Hm? Genau. Okay, der ist in der Wand verschwunden. Wie geil. Also, richtig, ach du Scheiße. Da ist er. Ja. Er kommt. Da was kommt der nicht komisch bekannt vor. Oh ja, das war Adolf Hitler. Aber das ist auch schon das Einzige. Ich habe keine Ahnung, was ich mit den roten Schlüssel tun soll. Da war doch irgendwo was, was du den Schlüssel brauchst, wo du im Aufzug hingefahren bist. Die H-Mail. Oh oh, da kommt schon wieder raus. Der haut dich dauernd auf die Schnauze. Was? Schau mal, der schickt hier keinen. Oh. Ich bin mal kurz weg. Hm. Was für ein Aufzug, dass man dort denkt, was machen können. Da war irgendwo was, was der Schlüssel braucht, ja. Da war noch eine Tür. Ja, verschlossen alles. Ah. Okay.
werden sie wahrscheinlich eh wieder aufs Maul hauen. Geht das gerade in die Hose gekackt. Jetzt soll ich da den liegt Hammer. aber da auf dem Tisch. Oh! Hörst du mir gar nichts, ich bin nicht mehr auf deine Grund, du Pedder. Oh, du hast einen Hammer. Ah, er kann mich durch die Tür schlagen. Also, zur Tür hilft dir gar nichts gegen. Ja, ich habe den Hammer jetzt bei ihm gefunden. Der war im Schlafzimmer unter dem Bett. Wo sonst würde man einen Hammer? Ja, ich habe auch einen Hammer unter dem Bett. Ganz normal. Das ist normal real. Das brauchen wir wahrscheinlich noch. Wow. Realismus pur. Okay, jetzt haben wir eine Schaufel. Die komischerweise blutig ist. Warum auch immer. Die Schaufel hat ihre Tage. Naja. Richtig. Wahrscheinlich müssen wir jetzt irgendwas im Garten ausgraben. Oh, schon wieder eine draufgekriegt. Das ist lustig. Keine Ahnung. Da, Leiche. Ja. Doch nicht. Ich glaube, wir nehmen jetzt. Ah, da kannst du mit die Dinge öffnen in der Garage. Klimaanlage. Jetzt haben wir den rostigen Schlüssel. So, nehmen wir an, das schmeißen wir weg und wir nehmen den rostigen Schlüssel mit. Der rostige Schlüssel war im Keller unten. Zu der Tür. Und zur Codekarte. Dann schmeißen wir den Hammer weg, weil den werden wir wahrscheinlich nicht mehr brauchen. Also die Keycard war gleich beim Eingang. Was für ein Scheiß. Mother Game.
hier im Haus irgendwie. Die rote Schlüssel. Richtige Unity, es ist überhaupt nichts im Haus. Ja, das ist richtig mies, ey, das Spiel. Also ich würde es nicht weiter spielen. Also wäre mir die Zeit zu schade für. Ja, so also recht. Wir wissen eh, dass da irgendwie dieser Raum noch ist, aber sinnlos rumieren. Nee, danke.